So, liebe Leute, wir beginnen pünktlich 11 Uhr mit diesem kleinen neuen Format, was ich ins Leben gerufen habe für die nächsten Tage, weil ja doch so viel Action und so viel los ist und uns immer wieder Fragen erreichen zu den Aktienmärkten, aber auch zur Ökonomie. Und vielleicht vorweg, das Ganze soll jetzt nicht dienen, irgendwelche Trading-Empfehlungen oder Aktientipps zu geben. Ich denke, das wäre in keinem Fall seriös, das jetzt in diesen Situationen hier zu machen, sondern einfach versuchen, so ein bisschen, dass ich versuche, euch mein Verständnis der Lage Einblick zu geben und natürlich mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ich besitze wie jeder andere auch keine Kristallkugel, habe aber natürlich schon mal mehrere Crash-Situationen erlebt, Finanzkrise 2008, die Dotcom-Blase, das Platzen. Also da war ich schon im Trading mit dabei und ich hoffe, hier schreibt jemand, dass er Tonprobleme hat, aber ich hoffe, die anderen sollten eigentlich alle normales Ton haben, oder? Könnt ihr mir mal gerade nochmal ein Feedback geben, weil ich hätte eben Tontest gemacht. Ton passt perfekt. Ja, also ich starte mal vorweg mit dem, was man üblicherweise jetzt in solchen Sachen macht, nämlich ein Risk-Disclaimer. Das heißt, alles das, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung, ist keine Anlageempfehlung oder Handelsempfehlung. Soll ich eben nur ein bisschen teilhaben lassen, wie ich denke. Und das Format ist einfach gedacht. Ich bin sehr lange dabei, möchte euch von meinen Erfahrungen profitieren lassen, teilhaben lassen. Ihr könnt Fragen stellen und zwar nicht nur Fragen zum Aktienmarkt, Fragen überhaupt zur Ökonomie, wie ich das einschätze. Alles das mit meinen persönlichen Meinungen und ich versuche es natürlich dann zu begründen, warum ich die Sachen entsprechend so sehe. Und ich weiß auch, viele haben jetzt einfach von ihrem Arbeitgeber frei bekommen, Zeit bekommen und sitzen zu Hause. Können wir also damit auch ein bisschen die Zeit überwinden. Wir machen das Format jetzt erstmal bis nächste Woche, jeden Werktag von 11 bis 11.45 Uhr. Und es wird letztendlich so gut, wie ihr entsprechend Fragen stellt. Ich werde jetzt am Anfang ein bisschen die Situation erläutern und ihr könnt hier in der Chat-Funktion die Fragen stellen. Ihr könnt auch uns per E-Mail Fragen stellen, weil wir das Ganze auch hier aufzeichnen werden. Und ich weiß nicht, jeder kann immer live vor Ort sein. Die Aufzeichnung gibt es auf unserer Academy-Plattform. Dort werden wir sie reinstellen. Und wenn ihr nicht dabei sein könnt, weil ihr euch das im Nachhinein anschaut oder dergleichen, dann könnt ihr die Fragen stellen. Wir haben dafür ein extra E-Mail-Konto eingerichtet. Das heißt